Willkommen zurück zu Pokémon Heart Gold, hier in der Geisterarena von Teak City, mit Arenaleiter Jens. Willkommen! Hier in Teak City werden Pokémon schon seit jeher als mythische Wesen verehrt. Wir glauben an eine alte Sage, die besagt, dass hier einmal einem sehr talentierten Trainer ein legendäres Pokémon erscheinen soll. Mein ganzes Leben lang habe ich fest daran geglaubt, dass die Weissagungen irgendwann eintreten werden und zu diesem Zweck im Geheimen trainiert. Nun besitze ich die Gabe, Dinge zu sehen, die anderen verborgen bleiben. In diesen Visionen kann ich den Schatten eines Menschen erkennen, der die Fähigkeit besitzt, das legendäre Pokémon dieses Ortes herbeizurufen. Und ich glaube, dass dieser Mensch niemand anderes als ich selbst bin. Komm und hilf mir bei meinem Training. Es ist ja nicht so, als hätten wir im letzten Part hier in Teak City drei legendäre Pokémon gesehen, aber träum ruhig weiter mit deinem Schal auf der Schulter. Okay. Nebulak! Mensch, das ist ja ein wunderschönes Ding. Scarburnchen freut sich sicherlich ein Loch ins Knie. Horrorblick. Oh, Scarburn kann nicht fliehen. Warum sollte er fliegen können? Ja, weil die Fluch machen. Ich erinnere mich. Goldsilber ist alles mir voll aufgefallen. Diese Fluch, das hat noch eine andere Animation gehabt. Aber zwar auch mit diesem Nagel, der sich einbohrt, aber so nicht vertikal. Nicht senkrecht. Ihr wisst schon, quer. Egal, zwei Aeroass und Nebulak sieht die Radieschen von unten. Scarabörnchen begrüßen wir im Club der 20er, würde ich sagen. Ah, der falsche 50er. Und Alpollo ist unser nächster Gegner. Warum sollten wir ein funktionierendes Rezept aufgeben? Na? Ah, Hypnose, hast du dir so gedacht, du Lappen, ey. Lass mal bloß stecken hier. Das ist meine Aeroas. Wird auch ein Two-Hit-Kill. Und wieder geht das daneben und wir treffen. Mehr Glück als Verstand. Uah. Bislang macht das Scaraborn hier recht ordentlich. Ich hab ihn jetzt gar nicht so als das Pokémon schlechthin gesehen, weil Scaraborn ist ja auch Typ Kampf. Der räumt ja aber die Geisterarena ab. Das freut mich doch wirklich. Gengar! Never touch a running system. Wir machen weiter, auch wenn er hier mit Spukball anfängt. Das gefällt mir gar nicht so. Aber ich denke, wir werden Aeroass schon noch ein bisschen was abziehen. Uah, ein bisschen ist gut. Da ist das Namenprogramm ein bisschen hier. Was wir jetzt auch probieren könnten, kommen wir greifen mal zu Noctu. Noctu kann nicht eingeschläfert werden mit Hypnose, kann aber selbst Hypnose. Bin mal gespannt. Allerdings kann Noctu überhaupt nicht angreifen. Ah, siehst du da was? Habe ich es gerade gesagt hier. Okay. Kann ich fliehen? Kann dieses Gengar dein Fluch? Ich glaube nicht. Horrorblick, Hypnose, Spukball und was noch? Das sind auf jeden Fall schon drei. Traumfresser wahrscheinlich. Schnabel, halt doch den Schnabel. Nee, Schnabel ist viel zu... Schnabel ist viel zu schwach, das wird ja nichts. Ach, Noctu kann nicht ausgetauscht werden. Hahaha, ich wollte gerade zu Igelava wechseln. Strich durch die Rechnung gemacht. Komm, wir probieren mit Schnabel, was geht. Vielleicht... Oh mein Gott! Noctu, du brauchst wirklich eine vernünftige... Wann kriegen wir eigentlich Fliegen? Wenn ich das jetzt mal auswendig wusste, wo und wann man nochmal Fliegen bekommt. Ihr schreibt es mir jetzt wieder in die Kommis, ich weiß das. Aber das kann ich in dem Moment, wo ihr es lest, wo ihr es schreibt, noch nicht lesen. So, was für eine Beere hast du denn? Aufgewacht. Put. Nicht effektiv, oder? Was? Warum? Ah, Kampf ist auf normal effektiv. Noctu ist ja ein Normalflug-Pokémon. Ich dachte eben, Kampf ist ja nicht effektiv auf Flug, aber auf normal. Sehr effektiv. Das gleicht sich aus. Hypnose. Ah, das machen wir ordentlich hier. Ja, und dann wird dieser Jens dann auch gleich wieder irgendwelche Tränke auspacken. Ich würde das Pokémon wechseln. Aber ich darf hier nicht, wegen Horrorblick. Das ist ja ein Horror, dieser Anblick. Ist aufgewacht. Lass mal bleiben, du. Du, ich hab da schon voll die Taktik. Keine Angst. Entweder Heilung oder... zum Glück fehlgeschlagen. Das hätte sein können. Es bleibt spannend. Ah, schon wieder fehlgeschlagen. Gott sei Dank. Und das Fehl schlägt auch fehl. Was geht denn jetzt ab hier? Horrorblick ist auch fehlgeschlagen. Ich auch fehlgeschlagen. Was ist denn jetzt los? Sechsmal, siebenmal hintereinander fehlgeschlagen. Und die achte Technik trifft mal. Das ist ja helle Wahnsinn. Was ich jetzt machen werde, erstmal ganz fein Ruheort einsetzen. Weil Noctu macht das hier sehr schön. Darf ich mal kurz ausruhen? Ja. Gut.
Dann würde ich sagen, halt den Schnabel. Halt den Schnabel. Also ein gediegener Volltreffer, das wäre es jetzt gewesen. Das mit dem Hypertrank habe ich natürlich kommen sehen. Aber was willst du machen? Immer fest drauf. Ist jetzt auch wieder... Keine Angst, es wird keine Mitteltank-ähnlichen Züge hier annehmen. Er muss nur seine zwei Dings loswerden, seine Hypertränke, und dann hat sich das schon bei uns die Gengar mit dem gezielten Treffer auch schon mal fertig machen kann. Aber er ist so blöd und setzt immer wieder unter anderem Hypnose ein, was keine Wirkung hat. Und Horrorblick, obwohl wir das schon längst gehorrorblickt wurden, ja. Guckt euch an, und unser Schnabel-Spamming ist es dann, ja. Ich glaube, Spukball hat jetzt auch nicht so viel. Keine Wirkung, keine Wirkung! Spukball? So, ja. Warum setzt er eigentlich keinen Trank ein? Hat er nur einen Trank oder was? Ja, da sagst du mal vielen Dank. Bezüglich, er hat nur einen Trank. So, jetzt noch ein Alpolo. Hä? Alpolo-Optik. Nee. Alpolo. So. Oh nein, noch nicht. Ich glaube noch an den Sieg. Da fällt er vom Glauben ab. Es funktioniert ja ganz gut. Wir haben ja noch Eagle Lover und dürfen jetzt eh keinen mehr wechseln, fällt mir gerade ein. Oha! Ich denke mal, Noctur wird down gehen wegen dem blöden Fluch. Eieiei. Pendo mein, du. Na gut, dann setzen wir keine Hypnose ein, sondern Hämmer mit Schnabel drauf, und Eagle Lover gibt dann mit Flammenrad den Gnadenstoß. Den Rest. Ah, ja, optimal! Selbst wenn er noch einen Trank hätte, irgendwie. Ich glaube, er würde ihn jetzt nicht einsetzen. Mal versuch Hypnose halt. Ja, perfekt. Vorbereitet. Eagle Lover muss nur noch hier kurz abräumen. Wir hätten auch noch Vati. Aber. Ja, dafür, dass wir auch relativ unterlevelt sind. Ich finde, wir sind unterlevelt. Ja, wir sind ja weniger Level als der Gegner. Daher kommt der Name. Dafür schlagen wir uns gar nicht so übel. Aber muss man das halt ein bisschen Taktik machen. Ich sag mal, wenn ich 10 Level höher wäre, dann wäre das vielleicht ein little bit langweilig, wenn ich immer nur Bam, 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 Bam mache. Und so ist doch was geboten, oder? Oder? Sagt's mir. Ich verstehe das einfach nicht. Was denn? Meine Fähigkeiten im Kampf sind an sich gar nicht viel schlechter als deine. Aber du scheinst etwas anderes zu besitzen, das ich niemals... Aber gut, hier, nimm diesen Orden. Phantomorden. Phantom der Oper. Und das Phantom von Opa. Mit dem Phantomorden gehorchen dir Pokémon bis zu einem Level von 50. Aber das ist noch nicht alles. Deine Pokémon können sich nun außerhalb die Attacke Surfer von Kämpfen einsetzen. Und jetzt, nimm bitte noch das hier. Das ist Spukball? Das könnte ich mir gut vorstellen. Das wäre schön, glaube ich. Haha! Darin befindet sich Spukball. Diese Attacke verursacht nicht einfach nur Schaden bei dem Gegner, sondern sinkt auch noch die Spezialverteidigung. Wenn sie dir gefällt, kannst du sie gerne nach Belieben einsetzen. Ich kann damit machen, was ich will, würde ich sagen. Kann es jemand lernen? Wir finden es jetzt heraus. So, Spukball. Enttäusch mich nicht. Ich glaube nicht, wir sollen es lernen können. Noctu! Ja. Also wir überlegen, zwei Teammitglieder, vielleicht könnten es die anderen Teammitglieder auch lernen. Aber Noctu braucht doch eben ohnehin mal einen Angriff. Er hat jetzt mit Schnabel angegriffen. Und dafür, dass er so viel mit Schnabel hier erreicht hat, da als Belohnung dafür was jetzt Vernünftiges lernen. Gucken wir doch gerade mal. 80, warte mal. Noctu ist spezial, das ist auch eine Spezialattacke. Gut, ist natürlich kein Step. Und senkt die Spezialverteidigung. Das ist ja nebensächlich, aber dass es so ein schöner Angriff ist, das reicht auch. Gucken wir mal. Schnabel ist... Ah, das ist spezial, verstehe. Schnabel, uiuiuiui. Eieieiei. Was haben wir denn da am besten? Ich will ja auch mal irgendwann fliegen lernen, das ist klar. Hypnose bleibt. Fertig aus, keine Diskussion. Ruheort würde ich auch gerne behalten, das ist gar nicht so übel. Das hier ist spezial. Ja, wir machen Schnabel weg, einfach weil es so schwach ist. Und werden dann bis Fliegen wahrscheinlich warten müssen, bis Noctu mal wieder eine geile Flugattacke drauf hat. Dafür hat ja Scaraborn Aeroass drauf. Das, ja, so läuft es halt manchmal bei mir. So, dann dürfen wir jetzt hier triumphal raus. Uiuiui, was war denn das?
Da habe ich mich fallen lassen. Ah, das ist ein komischer Moment. Ich bin ganz gediegen. Ah, ja, ja, ja. Irgendwas schmeckt mir da nicht, ne? Irgendwas ist da gerade ganz schön uncool, wie ihr seht. Das kommt doch nur, wenn wir rennen. Ne? Technische Probleme live, das gibt's nur bei mir. Wenn es auch hier Bestand hat, dann starten wir einfach gleich mal neu. Warum läuft uns eigentlich Knofenser hinterher? Ich glaube, Knofenser steht an dritter Stelle. Ja, mit mehr Teammitgliedern müssen wir dann noch die VMs mal anderweitig unterbringen, die Knofenser und Onyx beherrschen. Ne? Eieiei. Na, irgendwas ist gerade nicht richtig. Bevor das hier zum Theater wird. Nur wenn wir uns bewegen, merkwürdigerweise, ne? Mal gucken. Ne, da muss ich mich definitiv einfach mal drum kümmern. Momentchen! Okay. Ja, geht wieder. Ja, da hat einfach irgendein Programm mal wieder seine Tage. Egal, Schnee von gestern. Ich glaube, wir gehen jetzt weiter nach Westen. Wenn wir ganz kurz gucken, was uns denn daran hindert, dass wir nach Osten können. Oder in den Turm rein? Warte mal. Ich bin ja ganz orientierungslos. Was hindert mich denn jetzt? Kein Zutritt für Unbefugte, direkt mal rein. Aha. Der Schnösel sagt, nee du, lass mal. Der Glockenturm wurde aus Zuflucht und Ruhestätte für Ho-Oh, das fliegende Pokémon aus der Legende, errichtet. Schon viele Menschen haben versucht, diesen Turm zu erklimmen und Ho-Oh hier herbeizurufen, aber keiner von ihnen war je erfolgreich. Jens der Arena dieser Stadt ist eine dieser unglücklichen Seelen. Oh, das ist ja der Orden aus der Arena von Teak City. Nur weil du den Orden erkämpft hast, heißt es noch nicht leicht, dass es dir auch gelingen wird, Ho-Oh zu rufen. Aber es ist zumindest Grund genug, dich hier durchzulassen. Bitte, du darfst gehen. Was? Echt? Aber ich glaube, wir können den wirklich noch nicht rufen. Da brauchen wir noch ein Item dafür, diese Federn. Goldfedern? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Schreibt's mir. Das regenbogenfarbene Pokémon soll anmutig auf die Spitze des Turms herabsteigen, während das silbernstrahlende Pokémon tief am Meeresboden unter dem Schneeinseln schlummert. Schwer vorzustellen, was? Nö, kann ich mir gut vorstellen. Nur jemandem, der im Besitz der Buntschwinge ist, wird erlaubt, den Glockenturm zu besteigen. Aber wenn du das regenbogenfarbene Pokémon herabberufen möchtest, reicht es natürlich nicht einfach nur an die Spitze des Turms zu steigen. Ho-Oh zu erreichen, benötigst du noch etwas anderes. Gibt es in die Komodo-Girls aus dieser Stadt, wo es genau ist. Hä? Der sagt, ohne die Buntschwinge kommen wir da nicht rein. Jetzt gucken wir mal. Jetzt, da gehen wir lang. Und dann kommen wir ja zum Turm und hindert uns vor dem Turm noch irgend so ein Depp dran oder was? Glockenklangpfad. Ich muss das nur mal auschecken hier. Oh, da kommen wir da rein, tatsächlich. Glockenturm! Da war ein Radfratz, habt ihr gesehen? Naja, doch, dann gehen wir halt erst mit den Buntschwingen her. So eilig haben wir es jetzt nicht, das alles zu erkunden, vor allen Dingen, wenn das legendäre Ho-Oh noch nicht zu erreichen ist. Dann ist ja in Ordnung. Ja, meine... Oh, jetzt lässt du mich nicht mehr durch. Geht doch. Thank you. Okay. Buntschwinge. So, jetzt gucke ich, was mich daran hindert, nach Osten zu gehen hier. Und dann die Kimono-Girls wissen mehr. Vielleicht haben die ja die Buntschwinge. Ich weiß es nicht mehr, wo die herbekommen. Ist eigentlich ganz schön, wenn das für mich, Anführungsstrichen, fast blind ist. Da ist diese Höhle. Und wer kommt jetzt? Was zum... Oh, das tut mir jetzt aber wirklich leid. Ich habe doch gerade meinen passierenden Trainer umgekrempelt. Bist du nicht verletzt? Hier, nimm das jetzt wieder gut machen. Er hält Buntschwingen. Und jetzt sei tapfer und weine nicht. Was? Stärke? Die Attacke daran nennt sich Stärke. Wenn du einem deine Pokémon beibringst, könntest du mit zerstörender Felsen aus dem Weg räumen. Nicht schlecht, oder? In Ordnung, dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Aufstieg. Aufstieg in die zweite Bundesliga. Darmstadt 98 ist dabei. Einmal gucken. Dunkelklaue! Heute wird ja geklotzt und nicht gekleckert. Was ist denn los? So, wir können Surfer einsetzen. Wir haben aber keinen Surfer. Und diese Höhle mag ich überhaupt nicht. Kesselberg. Die gucken wir uns definitiv mal an. Wir müssen sowieso erst nach Westen. Das weiß ich ja. So, gucken wir uns erstmal attackenmäßig um. Das ist ja voll prickelnd, was ich da so gesehen und gehört habe, ne? Erstens mal Dunkelklaue. Ist auch eine Geisterattacke, oder? Kommen heute jede Menge Geistattacken? Scarborn kann's lernen. Gefällt mir der Gedanke.
Doch, doch, das sollten wir beibringen. Auch die folgenden Teammitglieder können es wahrscheinlich nicht. Scaraborn ist aber eher physisch, ne? Und das ist... auch echt? Ja, das soll mir recht sein. 70 Stärke, hohe Volltrefferquote. Schluck auf. Kann schnell also 140 werden. Typ Geist. Ich denke, das war's für Felsgrab, oder? Alles andere macht nicht so wirklich viel Sinn. Jupp. Dunkelblau ist eigentlich eine vernünftige Sache. Voll ordentlich, ja. Hatten wir ja in Pokémon Y mit Durengard. Der konnte das auch. Wenn wir schon mal hier sind, dann gucke ich mal nach Stärke. Wer das lernen kann, Scaraborn kann es bestimmt lernen, aber... denk mal nicht, wie stark ist denn der Mist? Vati und Eagle Lover können es auch lernen, aber ich glaube nicht. Wir geben es natürlich erstmal Onix. Und gucken dann später. Aber ich gucke jetzt mal, wie stark das überhaupt ist. 80. Also gar nicht so übel, ne? Tackle weg. Auch wenn es irrelevant ist, was der verlernt. Schönes Wort übrigens. Irrelevant. Ich mag das Wort irrelevant. Das war ziemlich irrelevant, dass ich das gesagt habe, was? Gut. Yo, was wollen wir im Osten? Die alten Ossis, du, die Ossis. Ich hab doch nicht gesagt Stick, du. Nee, was? Ich hab doch nicht gesagt Baguette-Böden. Ich hab gesagt Baguette-Böden. Und in dem Sinne ab nach Westen. Oh, schön, schön, schön. Ich hab Missing nur gesehen. Sag mal, wo kommst du nochmal her? Das ist Neuburg hier. Das ist die Stadt, in der Professor Lind wohnt. Du hast einen weiten Weg hinter dir. Ich dachte, ich bekomme jetzt Linds Päckchen. Okay, Route 38. Hier waren wir schon mal ganz kurz. Haben, glaube ich, den einen Trainer, den Pierre. War es der Pierre? Haben wir dich fertig gemacht? Ja. Schön, schöner Standardsatz, den du gebracht hast. Jetzt kommen wir zu... bist du ein starker Trainer? Wenn du stark bist, bringst du mir ein paar Tricks bei. Pass auf, jetzt ein kleiner Junge oder ein Mädchen? Du solltest mit deiner Stimme mal zum Arzt gehen. Guck mal, die Vati. Die hat Vati. Was du nicht sagst, du? Und ich hab Schaufler. Was ich nicht sage? Jetzt sieht es mit den Leveln wieder um einiges interessanter und schöner aus. Das ist eine gute Sache. Wir wehren einen Heuler ab. Ihr seht schon, es ist nicht mehr ganz das Niveau, das wir eben noch hatten. Aber mal sehen, vielleicht hat diese Picknickerin... war doch eine Picknickerin, oder? Noch ein Ass im Ärmel. Anton. Ja, warum denn nicht Nägel mit Köpfen machen? Los, Marty, ich wähle dich. Anton. Donnerschock. Da. Aus jetzt wird Donnerschock, ne? Na gut, Tackle. Was, Kumo-Milch? Warum hast du Kumo-Milch? Warum? Ich weiß warum. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf Goldsilberkristall auch schon so war, dass die Trainer hier Kuhmilch haben. Kuh-Mu-Milch. Warum nennt man das nicht Miltank-Milch? Oder? Kumo-Milch. Hallo? Alter, setzt die Kumo-Milch ein. Das ist ein schönes Heil-Item, aber... Jesus. Also ich werde mal davon nichts kaufen. Ich glaube, das kann man dann kaufen. Gleich. Werden wir sehen. Ja, wenn ich hier mal dieses Anton wegkriege, was soll denn das mit dem blöden Aussetzer da? Aber mit Nägel mit Köpfen, hat er gesagt. Ist nicht mehr blockiert und weg damit mit dem Schinken. Wenn man nicht Verwirrung... ja, das... ich hätte jetzt alles verwetten können, dass die Verwirrung voll anschlägt, ne? Noch irgendwas zu melden. Okay, Göre, Rosemarie. Ich verstehe, so kämpfst du also. Ah. Können sich aber gut in Pokémon aus. Nach den Kämpfen geben wir die Jungs immer Items. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, wohin damit. Wenn du möchtest, kann ich dir teilen. Gib mir deine Nummer. Ich habe ja gesagt, ich gebe nur Mädels meine Nummer. Und da ist mir egal, ob sie so eine Stimme haben oder nicht. Die Rosemarie kriegt jetzt unsere Nummer. Genau. Männliche Trainer nicht. Einfach nur aus Schubladen denken. Das nächste Mal, dass du einen Kampf bekommst, teile ich mit dir. Ich bin jetzt ein schlechter Mensch. Jetzt muss ich mich hoffentlich, vergesse ich das nicht, wenn die mal anruft, dass ich die auch so synchronisiere.
Du musst mich dann an den Comics dran erinnern. Hey, du hast dir doch die Stimme gegeben. Jetzt probiere ich gleich mal etwas aus, was ich heute gelernt habe. Was denn? Pinkeln im Sitzen. Schulkind Lutz. Pantymos. Scarbon immer elementar und Nachteil ist, ne? Aber guck mal hier, was ich da habe. Guck mal hier. Dunkelklaue. Was alles? Hat er nur ein Pokémon? Warte mal. Ey, Lutz. Das ist heute in der Schule gelernt. Oder was? Ich fürchte, ich habe noch nicht genug gelernt. Ja, was mir auffällt, Vati braucht noch mehr Attacken. Nee, du kriegst meine Nummer nicht, du. Vergiss es. Warum will jeder zweite Teil meine Nummer? So. Mietje, hi. Hallöchen. Da bist du bestimmt... Oh, die Stimme, ne? Da bist du bestimmt so nett. Und jetzt wirst du sehen, welche Pokémon da dabei hast, oder? Wenn du schaffst, mir mehr als mein Scaraborn, was du hin schon siehst, zu entlocken, dann ist ja gut. Du mit deinem Hopfspross. Hopfspross. Und seht ihr, das meine ich. Dunkelklaue ist für alles gut. Was jetzt aber dumm war, da Aeroas sehr effektiv gewesen wäre. Aber bei Hopfspross macht das keinen Unterschied. Gibt da noch nicht mal vernünftig EP. Hubelupf, da wird schon ein anderer Wind. Irgendwas habe ich in den Kommis gelesen, von wegen... ich habe den Film nicht gesehen hier, von wegen Fuck You Goethe. Das ist so ein Film, der ist voll gut angekommen, glaube ich euch, habe ich aber noch nicht gesehen. Von wegen, ey, die eine aus dem Film sieht aus wie die Göre von Pokémon Heart Gold und Soul Silver. Die Schönheit, sagen wir so, wie die da eben. Muss ich mal einprägen in meinem Brain, und wenn ich den Film irgendwann mal sehe, wahrscheinlich erst wenn er auf Blu-ray rauskommt, die Jutta, guckst du euch an. Und so, soll die aussehen. Ich gebe auf meine Zuschauer ein. Und natürlich gibt uns die keine Telefonnummer. Nee, von Schönheiten doch nicht. Ratwatz! Wie kommst du denn auf solche Gedanken? Wir sind entkommen. Sie haben Post. Ich will diese Beere. Aber wenn ich sie niemals einsetzen werde, ich will diese Beere haben. Guck mal, Magnetino! Ich bin ein bisschen aufgedreht. Sorry. Bin gut drauf. Was ist los? Magnetilo weiterzuentwickeln, aber zu Magnezone, das wäre schon nicht schlecht gewesen. Ach, guck mal hier. Top Trank. Dankeschön für den Trank. Da ist der Bier, jetzt gehen wir mal unten lang. Trink ein Bier mit Bier. Fliegt hoch hinaus, meine herrlichen Vogel-Pokémon. Oh, und schon wieder elemental voll im Nachteil. Der Vogel-Pokémon ist das, was... Scaraborn wirklich kaputt machen kann. Vierfache Schwäche. Wegen Käferkampf. Auch mal sehen. Was mit Dunkelklaue so reißen kann. Ist ja nur Level 16, dieses Dodo. Und das greift dann bestimmt an mit... Oh, hat keine Wirkung. Hey, komm dann. Ihr Vati. Wer ist eigentlich der Vati von meinem Vati? Das weiß niemand so genau. Ja, muss man ein bisschen attackieren hier. Was ist denn los mit euch? Heuler! Echt zum Heulen hier. Donnerschock. Schockierend. So habe ich mir das vorgestellt. Soll ich her? Dann kann man mal gucken, ob ich mal demnächst ein anderes Pokémon an erste Stelle tue. Weil wir immer nur Noctu, nee, Scaraborn heißt er. auf dem Bildschirm sehen, auf der Karte, uns nachlaufend. Das ist doof. Aber Vati und Iglava sind stärker. Noctu höchstens, ne? Yay! Ah, aber Scaraborn geht schon gut ab, muss man sagen. Das war schon eine schöne Wahl. Überhaupt haben wir bislang... Ja, Noctu fällt ein bisschen ab, muss man sagen. Noctu ist das Schwächste unserer Teammitglieder. Aber hey, ein Herz für Noctu, oder? Dodo. Dodo, Dodo, Dodo. Was wird denn das? Ja, du hast da Flug-Pokémon, die alle nicht fliegen können. Was bist denn du für ein Flug-Pokémon-Trainer? Hm? Darf man fragen? Timo. Bum, 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 bum. Level 30 entwickelt sich Vati weiter. Ich guck mal gerade mal. Iglava 36. Und ja. Die anderen nicht mehr. Aber es kommen ja noch zwei Teammitglieder, Freunde, Schätzchen. Gesangsverein. Affi, weg! Ach, da komme ich da hoch? Ne, es sah für einen Moment so aus.
Was für eine Route? Ja, ganz komisch designt. Ist das ein Item? Nee. Aber hier findet man bestimmt richtig geile Pokémon. Ich hasse Routen, wo man nicht drum rumkommt, durchs hohe Gras zu gehen. Weil direkt bei dem ersten Grashalm kommt ein wildes Magnetilo und will uns brutzeln. Ja. Weg, du Schreck. Auf jetzt, lass mich doch mal da durch! Die 2 Meter zwischen Dings, ja, das kann man ja laut noch rauben, so ein Level 16 Radfahrer weiblich, ja? Genau das, das, was ich jetzt gerade nicht sehen wollte. Ein weibliches Level 16 Radfahrt. Ja. Boah. Wie ist wieder eins. Wie ist wieder ein weibliches Level 16. What the fuck? Tauros. Wow, cool. Teammitglied, nein. Gibt es eigentlich Megatauros? Ich glaube, da war was. Ich glaube, es gibt Megatauros in X und Y. Ja, schönes Pokémon, weil... Hey. Weil es in... Rot und Blau. Wie komme ich denn da hin? Zu dem Item. Weil Tauros in Rot und Blau sehr schwierig zu bekommen war. Nur Safari-Zone und das ist ziemlich schwierig. Naja. Wir haben die Miltank... Okay, reden wir noch mit dem. Sehe ich richtig? Dieses Ding, das du bei dir trägst, ist doch ein Pokédex, oder? Ach ja, da werden Erinnerungen wach. Mein Name ist Baoba. Bis vor kurzem habe ich noch die Safari in Fuchsonia... Was? War die Safari-Zone in Fuchsonia City geleitet? Aber es tauchten immer neue Parks auf und irgendwann blieb meine Safari-Zone hinter der Konkurrenz zurück. Die einzig richtige? Nein! Also ergriff ich die Initiative. Ich eignete mir im Ausland einige neue Kniffe an und entschied mich, im Anemonia City eine neue Safari zu eröffnen. Dass wir uns 2 Jahren kennenlernen, ist bestimmt Schicksal. Wäre das mal kein guter Grund, das Telefonnummern auszutauschen, was? Wenn die Safari zu eröffnet wird, bist du der Erste, der davon erfährt. Also, wollen wir Nummer tauschen? Na gut, dann machen wir das mal. Den will ich haben. Bauba. Ist es der, dem wir die Zähne zurückgebracht haben, oder der im Häuschen gewartet hat? In Ordnung. Wenn die Safari fertiggestellt wurde, melde ich mich bei dir auf dem Pokécom. Oh, das klingt doch nach einem Deal. Du bist ein Trainer. Wie kommt man denn an das Item? Okay, da ist Kraxler. Ich hab's gesehen. Ja. Das ist Kraxler. Miltank! Yeah. Oh, hier geht's ja noch weiter neuerdings. Nee, die Miltanks sind, finde ich, ein gutes Bild, ein schönes Bild. Da machen wir nämlich hier Ende Gelände. Oder wir tun noch ein anderes Pokémon nach vorne. Der Scaraborn immer noch. Trotzdem Nocturne nach vorne. Der kann ja jetzt ein bisschen angreifen hier mit Spukball, ne? Okay, wenn's gefallen hat, Daumen hoch. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein, Freunde. Bis dann und ciao!